Hallo und guten Tag. Hallo zusammen, wir sind die Zeitzonenreisenden. Also falls ihr uns noch nicht kennt, ne? Fritte. Und Fred. Genau. Und ja, warum es zu dem Namen kam, das gibt's auf unserer Webseite zu lesen und es gibt auch in so ein paar anderen Videos, die ihr in unserem Profil hier findet, nochmal die Geschichte, ja, zu uns, zu unseren Reisen und warum wir es so lieben, unter anderem auch auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs zu sein. Genau, und zum Thema Kreuzfahrt haben wir uns jetzt gedacht, die großen Sommerferien stehen an. Wir können hoffentlich alle uns wieder ein bisschen freier bewegen und können uns mal wieder auf den Urlaub freuen. Und wenn ihr gerade mitten in der Buchungsphase seid. Genau, dann haben wir, weil wir die Erfahrung jetzt mit Corona auch gesammelt haben, uns überlegt, mal zwei ähnliche Schiffe zu vergleichen. Das ist zum einen die Aida Perla und auf der anderen Seite die Mein Schiff 2. Da möchten wir euch einfach mal so die wichtigsten Fakten zu nennen, auch unsere Erlebnisse teilen. Das soll jetzt kein für oder gegen das eine oder andere Schiff sein. Aber um euch die Buchung zu erleichtern, einfach so ein paar Punkte mit an die Hand zu geben. So, jetzt haben wir erstmal so ein paar generelle Infos, wie ihr jetzt in den beiden Grafiken seht. Die Schiffe sind ja ähnlich lang, um die 300 Meter lang und von den Passagierkapazitäten auch sehr ähnlich. Auf die Mein Schiff 2 gehen knapp ja 2800 und so ein paar gequetschte auf die Aida Perla 3200. Aber jetzt natürlich zu beachten, in Corona-Zeiten ist es bei beiden Reedereien so, dass nur 60% an Bord dürfen. Das vielleicht auch wichtig für euch, die neu sind in dem Bereich, die mal eine Kreuzfahrt ausprobieren möchten. Jetzt der Zeitpunkt eignet sich sehr gut dazu. Genau, man hat in allen Bereichen mehr Platz als sonst. Nicht, dass man sonst nicht genug Platz hätte, aber es ist natürlich noch mal ein bisschen entspannter dann auch. Und wie Fritte schon sagt, zum Kennenlernen optimal aus unserer Sicht. Ja, womit startet man bei einer Buchung? Natürlich macht man sich Gedanken, wie man anreist, weil es gibt natürlich die Möglichkeit zu sagen, man reist schon, bevor man aufs Schiff geht, an, man macht nur die eine Woche oder auch die 10 Tage oder man hängt dann auch hinten was dran. So haben wir das zum Beispiel gemacht bei unserer letzten Kreuzfahrt mit der Aida Perla im Mai. Und ja, da sind wir auch schon bei dem Punkt. Bei AIDA ist das individuell möglich. Das heißt, ihr könnt vorab schon anreisen. Momentan sind die Reisen ja von Mallorca, also ihr könntet vorab schon nach Mallorca reisen oder dann auch im Nachgang dort bleiben. Das fanden wir ganz schön, weil wir es so genutzt haben und dann, als die Kanarentour stattgefunden hat, noch 3 Wochen Gran Canaria drangehängt haben. Mein Schiff hingegen, da ist es nicht möglich, individuell anzureisen, weil da wird darauf gesetzt, zu sagen, man bleibt in dieser. Blase sozusagen, weil man ab dem Einchecken am Flughafen ist man quasi dann eine geschlossene Gruppe, man ist im Flugzeug, bei Ankunft wird man dann ge gesammelt auch wieder in einem Bus vom Flughafen zum Schiff transportiert und somit hat man keinen Einfluss dann irgendwie noch von außen, das heißt, das ist dann dieses sogenannte Bubble-System. Das führt uns dann zum nächsten Punkt. Bei AIDA würden wir trotzdem jetzt nicht sagen, dass wir uns unsicherer dadurch gefühlt haben, weil seit unserer Reise, so war es, mussten wir dann 2 Tests vorlegen. Das heißt, wir hatten es im Mai noch so, dass von AIDA der Test, der PCR-Test, der damals noch verlangt wurde, übernommen wurde, von AIDA gestellt. Man konnte dann zur Helios-Klinik und den da machen mit einem Voucher. Das ist jetzt nicht mehr so bei AIDA. Wie ihr wisst, es ändern sich die Anreisebedingungen und die Corona-Bedingungen im Speziellen und gerade dann auch das, was Test anbelangt. Das ändert sich, ist auch manchmal von der Destination abhängig. Und ja, diese Kooperation, die besteht nicht mehr, aber es wird jetzt auch kein PCR-Test mehr verlangt, sondern es reicht ein Antigen-Test und dann macht man nochmal, so war es bei uns, quasi vor der Abreise den Tag, Genau. macht man auch nochmal so einen Antigen-Schnelltest
Und damit haben wir uns auch sicher gefühlt. Ja, also es war ja dann 24 Stunden vorher, also bevor wir dann ins Flugzeug gestiegen sind. Und von daher, es gibt einem schon ein sehr gutes Gefühl. Und das steht jetzt auch dem Bubble-System von TUI in nichts nach. Ja, was man da vielleicht beachten sollte, wenn man jetzt vorher anreist, dann sollte man halt nochmal gucken bei AIDA, wenn man vorher in der Destination ist, ob man dann nochmal einen Test machen muss, um speziell aufs Schiff zu gehen. Das solltet ihr vorher erfragen. Das haben wir nämlich auch für unseren Fall, als wir jetzt nach der Reise dann von Bord gegangen sind, erfragt. Und da war das Schöne, wir brauchten nur die beiden Tests, die wir vorher gemacht haben und mussten für die Unterkunft vor Ort jetzt nicht nochmal einen Test machen. Genau. Wenn wir schon bei der individuellen Anreise sind, ist es natürlich auch wichtig zu wissen, wie sind die Buchungsbedingungen, wie gut kann ich umbuchen, falls doch etwas dazwischen kommt, falls sich in den Einreisebedingungen für das jeweilige Land etwas ändert oder die Einstufung ändert und man sich nicht sicher fühlt, wie sind dann die Optionen für einen. Und da gibt es zum Beispiel bei AIDA gibt es da die Option über das AIDA-Versprechen, dass ich da erstmal nur 50 Euro anzahle, habe aber auch gleichzeitig das Versprechen, dass ich einmal kostenfrei umbuchen kann. Egal, ob ich jetzt selber irgendwie Corona bekommen habe oder ob sich die Bedingungen im Land geändert haben, das ist da überhaupt total egal. Da kann man einfach sagen, ich möchte jetzt gerade doch nicht reisen, dann buche ich um. Das ist überhaupt kein Problem. Das kann man bis 30 Tage vorher. Bei AIDA wichtig zu erwähnen, falls man bei dem Test vor Anreise ein positives Testergebnis hat, dann ist es bei AIDA auch möglich zu sagen, ich buche die Reise um. Also das darf man dann einmal, wenn man positiv getestet wurde. Bei TUI im Gegensatz ist es so, wir sind dann hingegangen und haben eine extra Reiseversicherung für den Corona-Fall abschließen müssen, weil das bei TUI nicht mit abgedeckt wird. Also wenn man jetzt positiv getestet wird, dann, wenn man keine Versicherung hat in dem Fall, dann wäre sozusagen ja, die Reise weg und man kann jetzt nicht hingehen und sagen, ich buche das auf ein anderes Datum um. Das macht mein Schiff nicht. Leider nicht, ne? Was ist natürlich als zweites wichtig, ist natürlich ganz klar die Kabine. Die ist ja der Punkt, wo man sich vor Ort aufhält. Wenn man abends dann ins Bett geht, dann soll das natürlich auch sehr erholsam sein. Und da gibt es natürlich auch Unterschiede zwischen den beiden Schiffen. Grundsätzlich gibt es auf beiden Schiffen dieselben Kabinenkategorien. Das heißt, es gibt Innenkabine, es gibt eine Mehrblickkabine und eine Balkonkabine und natürlich auch die Suiten. Der Unterschied aktuell beim Buchen ist aber, dass es bei TUI möglich ist, halt erst eine ab der Kategorie Balkonkabine zu buchen. Innenkabine oder Mehrblick fallen aktuell weg. Bei AIDA sieht das etwas anders aus. Ja, da könnt ihr auch eine Innenkabine buchen und dann natürlich darüber buchen. Wir auf unseren Reisen haben jetzt meistens die Kategorie Verandakabine gebucht. So heißen da ja die Balkonkabinen, weil man eigentlich eine tiefere Veranda hat. Das ist ja bei der Hyperion-Klasse so im Vergleich zu den Sphinx-Klassen jetzt bei AIDA. Und das ist auf der Perla ganz schön, weil die um die 6 Quadratmeter groß ist, die Veranda, mit einer Hängematte. Das ist auch der Unterschied zu Mein Schiff, zu der Mein Schiff 2, weil da hatten wir bei der Balkonkabine keine Hängematte. Und falls ihr mal in so eine Kabine reinschauen wollt, wir haben auch zu beiden Reedereien haben wir Kabinenvideos gedreht und da könnt ihr euch mal so einen Einblick verschaffen, wie entweder eine Balkonkabine bei der Mein Schiff 2 aussieht oder auch eine Verandakabine und eine Verandakomfort bei der AIDA Perla. Ein weiterer Unterschied bei den Kabinen ist aktuell, dass es bei AIDA Cruises auf einzelnen Reisen, dass da der Einzelzuschlag entfällt. Das heißt, selbst wenn man als Einzelperson reist, muss man jetzt nicht mehr diese 60% Aufschlag zahlen, sondern man zahlt dann quasi wirklich nur eine Person in der Kabine. Und das ist bei TUI Cruise etwas anders. Da zahlt man noch um die 15% als Aufschlag.
was auch noch okay ist, aus meiner Sicht, aber bei, nur als Info, dass das bei AIDA etwas sehr anders verlockend ist. Und da ist natürlich, genau, noch etwas verlockender. Wenn man dann auf dem Schiff ist, dann macht man ja bekanntlicherweise vor dem Ablegen, also am Anreisetag, noch eine Seenotrettungsübung. Und das ist jetzt in Corona-Zeiten auch ein bisschen anders geregelt, aber bei ja, beiden Reedereien sehr ähnlich. Bei der Mein Schiff 2 ist es so, da hat man ja keine Rettungsweste auf den Kabinen, sondern man bekommt die quasi an den Sammelstationen. Dementsprechend geht man auch nicht zur Seenotrettungsübung mit der Weste hin. Wir waren dann an dem Sammelpunkt und da wurden wir dann eingewiesen von den Mitarbeitern und wurden uns die Hinweise dazu, zu der Seenotrettungsübung, so wie es eigentlich ja ablaufen würde, was im Notfall gemacht werden würde, das wurde uns vermittelt. Bei AIDA, auf der AIDA Perla war es so, da sind wir auch zu unserem Sammelpunkt gegangen, mussten dann auch bis 18 Uhr, die Abreise an dem Abend war um 22 Uhr und wir mussten bis 18 Uhr an dem Sammelpunkt einmal erscheinen. Hätten wir das nicht gemacht, hätte es nochmal eine ja, gesammelte Übung, wo halt alle die, die jetzt vielleicht dann auch später gekommen sind, nochmal hingemusst hätten. Das war bei uns nicht so und dementsprechend, wir mussten zur Sammelstation, standen da auch alleine und das Ganze war dann innerhalb von 3 bis 5 Minuten durch, weil da haben wir uns einen Film angeguckt, der ja auch auf der Kabine dann nochmal einsehbar ist auf dem Fernseher. Und danach wird man eingescannt und ja, es ist nicht so, wie man es sonst üblich kennt, dass man dann da auf einzelne Personen noch warten muss, weil man darf sich ja nicht zu so vielen Personen dann einfach zu so einer Übung treffen und ja, das fanden wir ganz angenehm. Genau, das ist halt auch einer der Punkte, wo wir sagen, das kann auch gerne so beibehalten werden, auch wenn diese ganzen Corona-Maßnahmen dann auch so langsam dann wieder verschwinden werden. Ja, und was ist natürlich auch noch wichtig nach der Kabine? Na klar, das Essen. Mit am wichtigsten. Und da gibt es schon Unterschiede zwischen den beiden Reedereien. Wenn ich jetzt mal vergleiche das Konzept, was AIDA eigentlich vor der Corona-Zeit ja eher für sich ausgesucht hatte, ist ja eher ein Buffet-Konzept. Auf den Hyperion-Klassen kamen jetzt auch noch mehrere Bedienrestaurants dabei. Aber grundsätzlich war es schon mehr auf das Buffet ausgelegt, was sich aber jetzt in der aktuellen Zeit halt schon auch geändert hat. Das heißt, man kriegt da einen Platz zugewiesen oder man sucht sich einen Platz aus und dann hat man eine Karte, aus der man aussucht und dann ist es wirklich auch ein Bedienkonzept, was aus unserer Sicht super umgesetzt wurde, was halt vorher überhaupt nicht so gelebt wurde in den Restaurants. Das heißt, die Örtlichkeiten waren gar nicht so dafür ausgelegt. Das Personal auch, also das muss man hervorheben. Die waren ja gar nicht darauf geschult, weil vorher im Prinzip dann abgeräumt wurde und jetzt komplett mit Bestellung aufgenommen und dann auch Service am Platz, Bedienung dabei. Und da muss ich wirklich sagen, also das hat AIDA wirklich richtig, richtig toll umgesetzt. Wir hatten nämlich so einen kleinen Vergleich. Wir waren einmal, haben wir die Kanarentour mit der Perla an Weihnachten gemacht, letztes Jahr. Und dann jetzt im Mai nochmal. Und da ist nochmal ein Schippchen draufgelegt worden, weil, ja, gerade für diejenigen unter euch, die vielleicht so ein bisschen in Richtung, wie wir jetzt, vegetarisch, vegan tendieren, da ist es mittlerweile so, man kann beim Frühstück extra Wünsche bestellen, wenn man jetzt nur Brot möchte, keine Brötchen möchte. Oder nur Käse und keine, keine Wurst etc. Und ja. Also bei uns war es wirklich so, es kam alles so, wie wir es bestellt haben und das war wirklich toll umgesetzt. Ja, also da kann man wirklich nur ein Kompliment machen. Ja. Das ist super umgesetzt worden. In der Kürze der Zeit, genau. Vor allen Dingen. Bei Mein Schiff ist es so, dass ja im Prinzip die Restaurants ja schon von vornherein darauf ausgelegt sind, dass man eher zum Bedienkonzept tendiert. Das war jetzt in Corona-Zeiten auch so und daher musste man jetzt nicht so viel umstellen. Das Einzige, was da anders war,
im Vergleich zu AIDA, dass der Ankelmannsplatz auf der Mein Schiff 2, der war wirklich als bestehend geblieben als Buffet-Restaurant. Das heißt, da stand einzelnes Personal an den einzelnen Stationen und denen hat man dann gesagt, was man haben möchte. Und das hat auch gut funktioniert. Ja, und ansonsten das Schöne, was wir fanden bei der Mein Schiff in Bezug auf Restaurantkonzept, dass man, gerade wenn man Unverträglichkeiten hat, dass man das vorher kommunizieren kann und dass man jeden Tag auch wirklich ein veganes Menü zur Auswahl hat. Und das hat uns persönlich sehr gut gefallen. Ja. Aber man muss auch sagen, die Speisen, die man auf der AIDA Perla zur Auswahl hatte, die Vielfalt, das stand dem jetzt unbedingt in nichts nach. Also da würden wir jetzt nicht sagen, da hat man so einen qualitativen Unterschied gemerkt. Und als Erwachsener kann man auch das Kindermenü bestellen. Habe ich auch gemacht. Ich hatte Hunger auf Fischstäbchen und dann habe ich auch eine schöne Portion Fischstäbchen. Geht alles. Bekommen. Und man kann auch so oft, wie man möchte, wenn man jetzt einen Gang bei AIDA oder Mein Schiff da dreimal bestellen möchte, ja. Das haben wir sogar gemacht zum Teil, dann kann man das durchaus auch machen. Also man wird auf jeden Fall satt. Das auf jeden Fall. In den aktuellen Zeiten wird natürlich auch bei den Restaurants auf die Hygiene sehr viel Wert gelegt. Das heißt, da ist es natürlich so, dass man immer genau dann nachvollziehen kann, wer saß wo, wer war, zu welcher Zeit im Restaurant. Das heißt, bei AIDA checkt man sich beim Betreten des Restaurants quasi über die Bordkarte ein. Bei Mein Schiff wird dann am Tisch die Kabinennummer nochmal abgefragt. Das heißt, da kann man dann wirklich auch sehen, wer saß bei wem in der Nähe etc. Und wo natürlich auch darauf geachtet wird, ist klar, wie es auch schon vorher war, die Desinfizierung der Hände, das heißt, die normalen Desinfektionsspender stehen natürlich da. An vielen Orten sind noch mehr aufgestellt als sonst. Und vorm Betreten des Restaurants wird auch darauf geachtet, dass sich die Hände gewaschen werden. Ja. Also dass da wirklich komplett dann einmal alles desinfiziert ist. Und ja, das fanden wir auch sehr gut, da standen wirklich Mitarbeiter, die dann auf alles geachtet haben. Ja, und man kann sich vorher quasi gar nicht an den Tisch setzen, wenn jetzt ein Tisch frei geworden ist, dann muss man auch warten, weil halt wirklich der Tisch dann entsprechend nochmal desinfiziert wird. Genau. Und so hat man da auch ein sichereres Gefühl. Wo geht man dann hin, nachdem man lecker gegessen hat, dann guckt man natürlich, ob in der Nähe noch eine Bar verfügbar ist. Und das ist natürlich meistens so, weil es natürlich viele Bars auf den Schiffen gibt. Da ist jetzt auch der kleine Unterschied, dass man sich nicht direkt an den Bartresen setzen darf. Aber sonst, die Tische kann man ganz normal belegen. Natürlich auch mit den entsprechenden Abständen zwischen den Tischen. Aber da hat sich nichts geändert. Genau, und zu den Getränken als solchen. Bei Mein Schiff ist es weiterhin so, dass man Premium All-Inclusive den Tarif hat, somit so gut wie alle Getränke mit drin hat. Kleine Ausnahme ist natürlich hinten im Diamanten. Ist es so, wenn man da, haben wir auch gemacht beim Frühstück, ja. Dass man das dann nochmal extra bezahlt, beziehungsweise so ganz ausgefallene Sachen, irgendwelche Spirituosen oder so, die dann nochmal Aufpreis haben. Das ist dann aber auch gekennzeichnet. Ja, und bei AIDA ist es so, da gibt es entweder die Möglichkeit im Vorfeld dann auch All-Inclusive mittlerweile zu buchen, wo man auch dann so gut wie alle Getränke mit drin hat. Ähnlich wie bei Mein Schiff dann, außer irgendwelche Premium-Cocktails. Champagner, genau. Das zahlt man dann nochmal zusätzlich. Das hat man auch nicht im All-Inclusive-Tarif mit drin. Ist aber auch sehr gut gekennzeichnet. Kann man übers Bordportal dann auch einsehen. Oder man nimmt halt vorab, so wie wir es jetzt gemacht haben, eines der Getränkepakete. Wir haben uns für das Light entschieden, weil uns das einfach ausgereicht hat. Und das ist je nach Geschmack, wo man sagt, man möchte mit oder ohne Alkohol mit drin haben, mit Cocktails oder genau. Nur mit Wein mit drin. Da ist man eigentlich schon immer ganz gut abgedeckt, wenn man aus unserer Sicht das Light-Paket nimmt. Da hat man Wasser, Kaffee, Softdrinks genau. Und auch wichtigste Getränk, den Dodo. Also einen alkoholfreien Cocktail, der war für uns auf jeden Fall öfter am Tag
Natürlich ja. Bei den sonnigen Temperaturen, da war es natürlich super, so einen schönen erfrischenden Cocktail dann zu haben. Ja, wenn man dann an der Bar war, dann kann man natürlich gerade zum Abend hin auch nochmal, denkt man natürlich über das Entertainment nach oder auch am Seetag. Da ist es so, bei AIDA, da gibt es wirklich ein vollumfängliches Programm, was man dann auch in der AIDA heute oder im Bordportal dann einsehen kann. Es gibt jetzt keine, wie man es sonst kennt, großen Shows, also mit ganz vielen Darstellern auf der Bühne. Ja, maximal waren, glaube ich, 4, die wir da jetzt hatten. Genau, das ist aber vollkommen ausreichend, finden wir qualitativ auch sehr gut, also gerade von den Gesangsauftritten, also die Künstler, die fanden wir also richtig, richtig gut. Auch den Lektor, den fanden wir wieder mal sehr, sehr, sehr inspirierend. Ja. Und an einem Seetag, was uns Spaß gemacht hat, oder mir im Speziellen bei AIDA, war das Reisequiz, wo ich mitgemacht habe. Und AIDA hat ja auch mehrere Konzepte dann, sowas wie Wer wird Millionär, was dann abends im Theatrium stattfindet. Und da ist auch das Schöne im Theatrium, da fand nämlich das Getränk auch außer die ersten 4 Reihen, wo man keine Abstellmöglichkeit hat und wo man die Maske auch aufhalten muss während der gesamten Show. Ansonsten die hinteren und die oberen Reihen. Da darf man sogar am Platz die Maske abziehen, also jetzt in Corona-Zeiten. Genau, weil da wird nämlich auch genau drauf geachtet, da geht dann wirklich jemand rum und legt dann, wenn man sich platziert hat, legt dann auch Schilder vor die Person nach hinten und rechts und links, sodass wirklich die Abstände dann da gewahrt werden, dass man wirklich dann, wenn man noch dazukommt und sich irgendwo hinsetzen möchte, dass man dann wirklich direkt sieht, ah, da darf ich mich jetzt nicht hinsetzen, da laufen dann wirklich auch noch Mitarbeiter von AIDA rum und gucken, dass die Abstände da wirklich dann auch durch die ganze Show hinweg dann auch so eingehalten werden. Und es gibt sogar bei so beliebten Künstlern wie dem Wayne Morrison war es so, da muss man dann 15 Minuten vor der Show, die gibt es ja meistens 2-mal am Abend, das ist auch das Schöne bei AIDA, dass man da variabel ist, und da muss man dann 15 Minuten vorher zum Einlass, und da wird wirklich kontrolliert, dass halt nicht so viele dann da sind, kein Gedränge entsteht, und das haben sie echt gut umgesetzt. Ja, das war wirklich super. Ja, bei der Mein Schiff ist es ein bisschen anders. Also da gibt es auch ein Tagesprogramm, was man ja auch auf die Kabine bekommt. Da sind auch so Sachen drin wie Shuffleboard oder abends, an einem Abend hatten wir auch Bingo dabei. Aber es ist ein bisschen auseinandergezogen, weil es natürlich nicht diesen zentralen Punkt, dieses Theatrium gibt. Und ja, also wir fanden die Show jetzt, in der wir dann im Theater auch waren, da kann man kein Getränk mit reinnehmen. Da wurde man auch nicht platziert und es gab keine Schilder. Also es wurde nur am Anfang so ein bisschen geguckt oder dann gesagt, in welche Richtung man sich setzen soll. Aber wir fanden die Show jetzt qualitativ nicht so überzeugend. Dann gibt es aber natürlich auch an den einzelnen Bars, kann man auch verweilen. Also wenn man dann nicht möchte, oder wenn man sich nicht noch ins Theatrium oder ins Theater setzen möchte, dann gibt es auch verschiedene Livebands, die dann auch nochmal vor Ort spielen. Also es gibt zum Beispiel auf der Mein Schiff in der Lumas Bar, spielt halt abends auch öfters eine Liveband. Das war auch super dann zum Entspannen, war jetzt nicht zu laut. Ja. Da konnte man sich dann auch noch wirklich hinsetzen. Unterhalten. Genau. Ja, also da muss man einfach gucken, ist man eher so der Typ, der dann auch so mehr Entertainment mag? Ja. Dann ist man bei AIDA, auf der AIDA Perla mehr aufgehoben, gerade auch natürlich in Bezug, was die Kinder angeht, ne? Weil da hat man das komplett ja auch das Four Elements mit drin. Und da ist es auch möglich, der Klettergarten ist offen, da hat man ein Kinoprogramm noch dabei. Die Rutschen, die wir ausprobiert haben, der Lazy River ist auch für Erwachsene super. Da ist natürlich dann vom Entertainment nochmal ein Stückchen mehr dabei. Wenn man dann sagt, man möchte es eher ruhiger angehen, Genau. Dann ist man vielleicht besser auf der Mein Schiff 2 aufgehoben.
Da fanden wir sehr schön dieses Pooldeck. Ja. Und da gab es auch einen DJ, der dann an Seetagen nachmittags da immer aufgelegt hat. Und das war auch echt, also die Atmosphäre haben wir sehr, sehr, sehr genossen. Und da sind wir dann auch schon beim nächsten Thema, und zwar quasi der Situation, der Liegensituation an Deck. Das ist natürlich, wie wir am Anfang des Videos erwähnt haben, aktuell noch etwas entspannter auch, weil halt die Begrenzung der 60% Auslastung halt da ist. Und dadurch hatten wir jetzt auf beiden Touren kein Problem, irgendwie Liegen zu finden. Nee. Wir waren sogar auf einer Tour, waren wir noch mit Freunden unterwegs. Das heißt, da konnten wir auch immer zu viert auch immer einen guten Platz noch kriegen auf der Mein Schiff 2. Das war überhaupt kein Problem. Und deshalb in der aktuellen Situation ist es da sehr ähnlich, da auch da die Abstände natürlich eingehalten werden zwischen den Liegen. Bis zur Liege mussten wir da immer noch die Maske auch tragen, auf der Liege natürlich nicht. Das heißt, man kriegt keinen Abdruck beim Bräunen. Und dementsprechend ist das beides gleich zu empfehlen und ja. Beides super erholsam. Absoluter Tipp hier an der Stelle vielleicht noch für die Mein Schiff 2. Wenn man mal noch mal ein bisschen mehr Ruhe haben möchte und jetzt nicht unbedingt der Poolgänger ist, dann sollte man ganz nach vorne gehen auf dem Außendeck. Da hat man dann noch mal so Lounge-Möbel und hört dann auch das Meeresrauschen, kann so ein bisschen die Brücke auch beobachten und das ist, also fanden wir sehr, sehr schön. Ja, ein weiteres Thema sind natürlich Ausflüge, also man möchte natürlich auch die Destination, die man bereist, kennenlernen. Da bieten sich natürlich sämtliche Ausflüge sonst immer an. Aktuell ist es ja so, dass das nur geführte Ausflüge sind, das heißt von der Reederei organisierte und auch mit Personal der Reederei dann. Da haben wir auch jegliche Varianten ausprobiert. Wir haben Busausflüge gemacht, wo man dann wirklich auch bei AIDA gesehen hat, da wurden anstatt ein Bus, wurden drei Busse eingesetzt. Ja. Da wurden dann auch die Schilder, ähnlich wie im Theatrium, wurden dann dort ausgelegt, dass die Abstände auch alle eingehalten werden konnten. Und da wurde auch durchgehend kontrolliert, was unser Lieblingsausflug eigentlich, unsere Lieblingsausflugart eigentlich waren. Waren die Fahrradausflüge, weil man da halt an der frischen Luft dann auch ist, ne? Und während man Fahrrad fährt, kann man die Maske dann auch runtersetzen. Da muss man halt gucken. Jetzt ist es ja in Spanien noch nicht mal mehr so, man muss die Maske nicht mehr draußen tragen. Das war bei uns noch so, ist derzeit ja nicht mehr so. Also wenn man die Mittelmeertour dann mit beiden Schiffen macht, dann ist es da beim Ausflug vielleicht jetzt auch ein bisschen entspannter für den einen oder anderen. Also das fanden wir ja, von der Auszugsart, entweder Fahrrad oder bei AIDA, so ein E-Scooter haben wir auch ausprobiert. Ja. Das war auch eine nette Geschichte. Und ja, preislich sind die Ausflüge einfach nochmal attraktiver. Man kann auch zu Fuß diese Komm-an-Land-Ausflüge machen, wenn man jetzt nur 2,5-3 Stunden was machen möchte und den Rest noch am Schiff bleiben möchte. Also da gibt es wirklich für jeden was mit dabei. Und ja, das ist bei Mein Schiff sehr ähnlich. Die haben auch noch mal ein bisschen was vom Konzept nachgebessert, weil bei den Busausflügen am Anfang, da wurden weniger Busse eingesetzt. Und das wurde wohl mittlerweile überarbeitet, weil man da auch sagt, man möchte halt komplett auch auf die Sicherheit der Gäste achten und achtet da dann auch auf Abstände. Und ja, da gibt es dann ähnliche Ausflüge wie bei AIDA. Preislich tun die sich auch nicht so nicht viel. Ja. Ja, wir hoffen natürlich, dass dieses Video euch geholfen hat, eine Entscheidung zu treffen, mit welcher Reederei ihr fahren möchtet. Falls nicht, schreibt mal gerne in die Kommentare rein, was ihr noch für Fragen oder wenn Fragen offen geblieben sind. Schreibt das mal gerne unter das Video. Wir beantworten gerne eure Fragen dazu. Und ja, würden uns einfach freuen, wenn euch das Video generell gefallen hat, dass ihr einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann natürlich das auch. In der Videobeschreibung findet ihr jetzt zwei Links, jeweils zu den
Reisen, einmal von AIDA Perla und einmal von der Mein Schiff 2. Das sind Affiliate-Links. Das heißt, wenn ihr darüber bucht, verändert sich für euch am Preis nichts, aber ihr unterstützt uns, um unsere Arbeit, weitere Videos wie diese jetzt hier drehen zu können und hoffentlich euch dann ja, geholfen zu haben, was ihr jetzt bucht. Genau, und jetzt abbuchen. Viel Spaß, schönen Urlaub.